Die Vereinigten Bühnen Wien sind ein Theaterunternehmen, was 3 Bühnen bespielt mit 650 Vorstellungen im Jahr und über 600.000 Zuschauer. Nicht nur diese Zuschauer, sondern auch die künstlerischen Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, erwarten von uns, dass wir jede Show, die wir herausbringen, jedes Stück, was wir machen, immer größer, immer schöner und immer prächtiger, immer aufregender ist als das Stück, was wir zuvor herausgebracht haben. Wir befinden uns hier im Raimund Theater. Hier wird das Musical Elisabeth aufgeführt. Der TÜV Austria nimmt hier die mechanische Bühnentechnik ab, speziell diese bewegliche Bühnentechnik, und das reicht von der Mechanik, Hydraulik bis zur elektronischen Steuerung. Die künstlerischen Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, geben uns die Luftschlösser vor, die wir bauen müssen. Diese Luftschlösser zu bauen, braucht man die einen Partner, die einen unterstützen, die einen die Fantasie weitertreiben. Das Bühnenbild von Elisabeth hat ja nicht so viele dekorative Elemente, sondern sehr symbolhafte Teile, die eingeblendet werden. Und ein wichtiges Teil ist diese Pfeile. Die Pfeile stellt hier eine Spezialität dar. Eine überdimensionale Pfeile, die auf einer Bühnenseite gelagert ist, drehbar, hebbar. Die Besonderheit ist, um die Steuerungstechniker wirklich zu fordern, dass der Tod drüber läuft, dass es schwingt, hüpft und alles, und das muss noch immer sicher funktionieren und auch die Abstellung muss sicher funktionieren. Ähnlich wie mit der Pfeile ist es auch mit den Flügeln, mit den Hubpodien. Auch wiederum eine regieliche Bühnenbildidee, die sich erst einmal leicht hinzeichnen lässt. Die Flügel sind ein spezieller Aufbau für das Musical Elisabeth. Besondere Anforderung ist, dass sich diese auf Hubpodien befinden, die sich noch zusätzlich bewegen, und auf der Drehbühne, die sich dreht. Die Bewegungsabfolge muss sicherheitstechnisch sichergestellt sein, und das ist eine Herausforderung. Und die anderen Partner braucht man, die einen auf den Boden der Realität zurückbringen und ein sicheres Fundament legen. Auch das Thema Sicherheit natürlich, weil das, was 1992 erlaubt war, war 2012 natürlich nicht mehr erlaubt. Da gab es natürlich dann engen Kontakt mit TÜV, um das irgendwie umzusetzen. So ein Partner ist uns, der TÜV Austria, mit dem zusammen wir bei aller Fantasie, bei allem Großen, was wir erreichen wollen, einen starken Partner haben, der uns unabhängig berät, unabhängig seine Ideen einbringt, unabhängig die Konzepte mit uns entwickelt, indem wir dann diese Stücke in einem sicheren Kontext auch umsetzen können. Die Abnahme einer bühnentechnischen Einrichtung beginnt schon ein Jahr vorher. Die Theater tasten ab, was alles möglich ist, was nicht möglich ist. Wir sagen dann im ersten Schritt, was wir sicherheitstechnisch verlangen würden, wenn es so gebaut wird. Und man kommt sich so immer näher. Dann spielt der Hydrauliker mit, dann der Steuerungstechniker mit, der Bühnenbildner spielt mit. Also jeder gibt quasi seine Eingaben, ja, und wir sagen immer nur, geht, geht nicht, oder machen auch unsere Vorschläge, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und schlussendlich sollte man eigentlich zusammengefunden haben. Dieses sicher spielen zu können, insbesondere für die Sänger und die ganzen Mitwirkenden, ist auch ein Verdienst des TÜV Austria, der sich auf diese Reise mit uns eingelassen hat und uns aber auch den Fahrplan dafür gegeben hat, dieses Ziel sicher und ohne Verletzte zu erreichen.